Hallo zusammen, da sind wir wieder. Sagenhafte 6 Wochen hat es gedauert, bis hier der Fräskopf angekommen ist. Den werden wir jetzt dann gleich auf die Kurbelwelle draufschrauben und dann werden wir die wieder glatt fräsen. Dafür müssen wir allerdings erstmal wieder den Motor locker machen und das machen wir jetzt. Und das schleift jetzt schon tatsächlich, ja? Ja. Wow. Guck mal, wenn du genau hier dazwischen gehst, siehst du auch, wie viel Abstand dazwischen ist. Kriegst du das rauf mit der Kamera? Ja, mal gucken. Vielleicht von unten hier von der Seite. Und da kommt jetzt einfach so die Riemenscheibe wieder drauf, ohne dass wir eine Beileckscheibe drauf machen, oder wie läuft das? Ja. Ja. Die liegt ja dann wieder press auf, ja? Jo. Auf einer sauberen Auflage. Wow, also ich bin echt gespannt. Das ist ja ein Mörderaufwand bis jetzt gewesen. Guck mal, dann kannst du sehen, wie viel es doch schon gearbeitet hatte. Ja? So, perfekt. Da ist es wieder glatt. Also wir haben jetzt die Oberfläche haben wir jetzt abgeschliffen, jetzt werden wir den Simmering noch tauschen. Das ist der Gummidichtring zwischen der Kurbelwelle und dem Motorgehäuse. Und dann werden wir die Riemenscheibe wieder draufsetzen und mal schauen, ob es dann noch wabert. Hoffentlich nicht. Da muss man bei der Auswahl des Werkzeuges drauf aufpassen, dass man die Oberfläche der Welle nicht kaputt macht. Mhm. Ja? Heißt... Hier darfst du keine Narbung reinmachen. Ja. Das darfst du nicht beschädigen dabei, während du irgendwas nimmst. Deswegen habe ich jetzt hier dieses gerundete Material genommen, weißt du, und bin hier seitlich rein, ja, um diesen Ring hier rauszuholen. Warum fließt da jetzt kein Öl raus? Weil der Ölstand gar nicht so hoch, also weil das Öl gar nicht so hoch steht im Motor. Also es hat nicht ganz von Anfang an geklappt. Das Problem war, dass die Schraube, dadurch, dass diese Riemenscheibe schon mal lose war, hat sich die Schraube auch bewegt und die Schraube hat das Gewinde kaputt gemacht. Also mussten wir die Schraube für das Werkzeug auch noch ein bisschen tiefer da reinsetzen, um das richtig abpolieren zu können oder abschleifen zu können, abhobeln zu können, muss man richtigerweise sagen. Und jetzt hat es aber geklappt. Ich bin heilfroh, ich hatte zwischendrin schon Schiss, dass die Kurbelwelle kaputt ist und das wäre sehr, sehr teuer gewesen, weil die hätte ich ja dann rausnehmen müssen, ersetzen müssen. Dafür muss man den Motor ausbauen, den Motor auseinandernehmen und da hätte ich so gar keinen Bock drauf gehabt. Ja, herrlich. Jetzt bauen wir den Hobel wieder zusammen und dann fahre ich hier, wenn es gut geht, heute Abend wieder vom Hof. Wow, 6 Wochen, um so einen Scheiß zu reparieren. Aber naja, ich glaube, was man daraus lernen kann, warten gehört auch so ein bisschen dazu, wohl zum Oldtimer besitzen. Ist wohl so.